Oh mein Gott, das Spiel wird uns so zerstören. Ich habe so Angst. Gut, dann machen wir mal Fast Castle Ritter. Bin ich mal sehr gespannt, was dabei rumkommt. Wie viel Zeit haben wir noch? Das muss ich gerade mal schauen. Uppala. Wir haben jetzt 20 Uhr. Eine Stunde haben wir noch. Also wir machen vielleicht noch zwei Build-Orders. Mal gucken. Szenario laden. Der Anfang ist ja immer der gleiche. Erstmal zwei Häuser bauen und Dorfbewohner erschaffen. Bau zwei Häuser und schick die ersten 6 Dorfbewohner auf Schafe. So, läuft soweit top. Ich kann mich nicht beschweren. Läuft gut. Jetzt machen wir also erstmal diese 6 Dorfbewohner. Also hier, wenn da eine 6 steht einfach, daran kann man es gut erkennen, sehe ich gerade. Habe ich noch nie so die beachtet. Die 4 Dorfbewohner auf Holz. Und dann gehen wir wie eben gerade auch erstmal auf Holz. Und wie man sieht, die Schafe werden relativ knapp. So. 4 auf Holz. Also die machen jetzt hier schön weiter. Er erkundet. Hier sind Schafe und da sind Schafe. Das ist immer die gleiche Map. Das ist natürlich ganz gut zum Üben. Dann weiß man, wo man die Schafe findet. Weil das so ein Tutorial wegen sowas neu starten zu müssen, ist halt echt ultra nervig. Das wollen wir nicht. Kurz mal abladen. So, guck mal, läuft. Da haben wir schon mal den Nachschub. Sehr schön. Und er kann nochmal hier unten lang. Lock mit dem nächsten Dorfbewohner das erste Wildschwein an. So, jetzt haben wir nämlich 4 auf Holz. Wenn das der Fall ist, dann nimmt man den nächsten Dorfbewohner, um das Wildschwein anzulocken. Huch! Die nächsten 5 Dorfbewohner kommen auf Bären. Bau dabei mit dem ersten vorher 2 Häuser. Guck mal, es passt 1A. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Das Schaf muss woanders hin. Läuft. Der kann eigentlich die Mühle bauen, lieber. So, dann machen wir also 5 auf Schafe. Ne, wir machen gleich einmal noch einen Dorfbewohner von hier. Schicken wir nochmal zum Wildschwein. Nimm einen der Dorfbewohner unter dem Dorfzentrum und lock das zweite Wildschwein an. Jetzt, wenn das Haus fertig ist, damit, so merke ich mir das, wenn das Haus hier fertig, wenn beide Häuser fertig sind, nehme ich von hier unten einen Dorfbewohner und schicke den rüber. Ich glaube, das kann man natürlich nicht auf jeder Map abbilden, aber als Anfang zum Festhalten, zum Strohhalm für Festhalten, ist das glaube ich gar nicht so schlecht. Wenn wir hier 5 haben, müssen wir erstmal 2 auf Wildschwein wieder setzen. 2 mehr. Schickt die nächsten 2 Dorfbewohner auf Wildschwein. So, ist richtig gesetzt der Punkt. Er sammelt Berries und dann setzen wir quasi 2 auf Wildschwein und dann schicken wir... Außerdem mit 2 der angeschlagenen Jäger 2 Felder direkt am Dorfzentrum. Achso, und währenddessen macht man den hier, alles klar. Okay, obwohl das nicht in meinen Augen nicht so wichtig sein dürfte. Steht jetzt weitere Dorfbewohner auf Holz, bis du dort 10 hast. Sollte ich 2 auf Felder? Okay, also beide angeschlagenen Dorfbewohner gehen auf Felder. Alles klar. Also genauso wie Fast Castle bisher, also bis zur Feudalzeit ist es immer das gleiche scheinbar. Zumindest jetzt bei beiden Strategien, die wir jetzt gespielt haben. Schicken da jetzt also 5 auf Holz. Und wir schicken
Warte, 5? Irgendwas klappt da gerade nicht. Irgendwie kommt das gerade nicht. Achso, sie ist ja kein Holzfäller. Okay, daran liegt das. Ich wollte gerade sagen. Also insgesamt 5 auf Holz. Und der Rest geht dann auf Gold. Obwohl, du kannst eigentlich links hin und dann gehen alle 3 rechts, die nächsten. Also 2 und dann nochmal 3. Also wir machen jetzt 6. Einer weniger. Ich baue jetzt noch ein Haus. Der baut ein Haus, genau. Und der nächste geht auf Gold, glaube ich. Ach nee, wir haben erst 4 auf Holz. Das heißt, einer mehr noch auf Holz. Noch einer mehr auf Holz. Und jetzt auf Gold. Oder? Nein. Ach nee, noch mehr auf Holz, oder? Schick die letzten 3 Dorfbewohner auf Gold und fang an, mit den Schäfern Felder zu bauen. Ein Impero Pabulo. Condo. Presto. Pabulo. Condo. Obwohl, nee, das ist nicht so gut. Salve. Condo. Also 3 auf Gold, hat er gesagt. Condo. Und insgesamt 10 auf Holz. Das ist ein kleiner Unterschied. Wahrscheinlich, weil wir einen Markt bauen müssen. Das macht Sinn. Klingt logisch. Erforsche jetzt den Webstuhl und gehe dann mit 28 Populationen in die Feudalzeit. Okay, ja, wir gehen also jetzt eigentlich genau richtig rein. Also eigentlich gibt es jetzt kaum was auszumerzen an der Strategie, die wir fahren. Haben wir diesmal einen Gegner? Wenn die Schafe so langsam zu Neige gehen, verteile die Schäfer weiterhin auf Felder um, bis du 8 Felder hast. Ein Condo, Condo. Pero, Condo. Salve. Condo. Ein. Condo. Ein. Das kommt irgendwie nicht so hin mit den Feldern, glaube ich. Habe ich den Eindruck. Das ist so ein bisschen dumm. So, wir haben 9 auf Feldern nämlich wieder. Obwohl wir nur 5, nee, nur 8 auf Feldern haben sollten. Hier, da steht die 9. 5 auf Bären, 10 auf Holz. Jetzt die Kaserne. Fang damit jetzt spätestens an, wenn die Feudalzeit zu 60% erforscht ist. Okay. Also man baut im Übergang in die neue Zeit die Kaserne. Wir machen also ein mehr auf Holz, weil wir mehr Gebäude bauen müssen. Das finde ich irgendwie verständlich. Der Rest ist soweit gleich. Und wir sind mit einem Pop mehr hochgegangen, also ein bisschen später. Für den Fast Castle Ritter Kram. Interessant. Ich glaube, wir gehen auch wieder auf Holz gleich automatisch. Bau jetzt einen Stall mit 2 Dorfbewohnern sowie eine Schmiede mit einem Dorfbewohner. Gut, der Stall und Schmiede. Dorfbewohner auf Gold. Achso, 2 auf Gold noch. Danach sollten wir Ritterzeit erforschen können. Okay, das kriegen wir doch mal sicherlich hin. Interessanterweise bauen wir quasi, wir ersetzen den Stall, den Marktplatz durch einen Stall. Also Schmiede und Stall. Schmiede braucht man halt irgendwie immer, weil man die Upgrades ja braucht. Beziehungsweise, weil das sonst ein Wirtschaftsgebäude wäre. Erforsche die doppelschneidige Axt sowie Brustgeschirr. Brustgeschirr, doppelschneidige Axt. Läuft. Also, soweit ist alles gut. Das macht echt einen guten Eindruck gerade. Bin mal ein bisschen LOL zocken. Adios. Yeah. Julio, see you. Nice to see you here and viel Spaß bei LOL, bei League of Legends. So, that's the name of this game. Ich glaube, wir müssen bestimmt auch, nee, Schubkarre machen wir wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Ah, 5 auf Gold bei Rittern. Denk außerdem daran, einen zweiten Stall zu bauen, bevor du die Ritterzeit erreichst. Okay, Berries sind gerade ausgegangen. Und der Stall soll fertig sein, bevor wir die Ritterzeit erreichen. Das ist ja auch spannend, ey. Das ist ja spannend.
Hat aber geklappt. Nice. Ein. Sane. Korrekt. Sane. Kondo. Ein. Sane. Kaedo. Kaedo. Ich baue einfach noch ein paar mehr Felder. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall mehr Gold, oder? Ich soll 6 Ritter bauen. Erforsche jetzt die Bogensäge und fang an, Ritter aus beiden Stellen auszurüsten. Okay, alles klar, ich bin Haus. Fängt ja wieder gut an. Das ist grundsätzlich nicht so schlecht. Ach, Bogensäge hatte ich auch. Okay, top. Mehr Dorfbewohner. Also wir haben 2 Stück und wir machen jetzt nochmal 4. Okay, es passt. Jetzt könnte man natürlich das noch ein bisschen übertreiben. Man könnte es noch ein bisschen übertreiben mit mehr Nahrung und mehr Gold. Dann können wir noch mehr Ritter haben. Gesamtnote 3! Ist in Ordnung. Wir können das jetzt natürlich noch weiterspielen, das Ganze. Ah, guck mal, jetzt haben wir keine Dorfzentren gebaut. Okay. Jetzt habe ich quasi Minute 19, 6 Ritter. Das ist schon eine ordentliche Nummer, denke ich. Jetzt würde man wahrscheinlich ein Dorfzentrum bauen. Und noch ein Dorfzentrum bauen. Vielleicht würde man sich das auch... Ah ne, wir haben keinen Marktplatz. Einen Marktplatz könnte man auch nochmal bauen. Gott, ich habe kein Holz. Achso, und Upgrades natürlich in der Schmiede. Okay, das habe ich noch nicht. Aber es ist ja erstmal wichtig, dass man die Ritter hat. Das macht, glaube ich, am meisten... ist erstmal am wichtigsten. Jetzt die Transition quasi in den richtigen Modus zu finden, das ist, glaube ich, schwierig. Dass man sagt, man kommt wieder in diesen Boom-Modus rein. Weil jetzt muss ich auf jeden Fall in den Boom-Mod rein. Das wäre sehr, sehr, sehr schlau. Jetzt würde ich sowas hier entwickeln. Und dann würde ich noch ein... Obwohl, nee, 2 Dorfzentren reichen ja. Das reicht ja völlig aus. Alter, ich hätte einfach mal so viele Ritter schon, ey. What the fuck? Aber mir fehlt jetzt mega viel Nahrung. Für den Boom. Also ich dürfte jetzt eigentlich nicht so viel boomen, weil ich sonst nicht die Nahrung habe für die Ritter. Das ist der Fehler, den ich jetzt machen würde. Interessant. Ah, Note 3 finde ich schon mal gar nicht schlecht. Das war gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Was haben wir gelernt? Ich muss das mal kurz wiederholen. Das ist quasi wie der typische, wie der Fast Castle Boom. Wir gehen also bis zur Ritterzeit quasi... Nee, bis zur... Was? Kommst du ja echt schon gut zurecht. One in one me. Kaien, Alter. Ich schaff dich, glaube ich, nicht. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt gerade mich mit den Bildordern beschäftigen muss. Ich muss das noch mehr verinnerlichen. Ich glaube, ich würde mal aus Spaß diese Strategie jetzt gegen einen Computer spielen wollen. Das wäre, glaube ich, gut. Auch wenn es lieb gemeint ist mit dem One in One. Das, aber heute, Alter, nee. Ich bin nur zu unzufrieden wieder dann. Ich muss erstmal ein bisschen das stabil hinkriegen. Kurz Wiederholung, was habe ich gemacht? Ich habe erst 6 Dorfbewohner auf Schaf. Dann habe ich 4 auf Wood geschickt. Wenn die 4 auf Wood fertig sind, kommt der nächste auf mittlere Kies. Eine gute Herausforderung am Anfang. Okay, vielen Dank.
Nach den vier auf Holz schicke ich einen Dorfbewohner auf Schwein. Der holt das Schwein ran. Während er das Schwein ranholt, schicke ich die nächsten fünf Richtung Berries. Der erste von den fünf. Der baut zwei Häuser. Wenn die zwei Häuser fertig sind, schicke ich einen Dorfbewohner von denen, die am Schwein sind, los, ein neues Schwein zu holen. Währenddessen weiterhin diese Berry-Leute, bis da die fünf voll sind. Wenn das erledigt ist, schicken wir zwei. Nach den fünf auf Berries schicken wir zwei auf Wildschwein und wir bauen ein Feld. Zwei Felder. Wenn die zwei auf Wildschwein produziert wurden, schicken wir fünf auf Holz. Wenn das passiert ist, schicken wir drei auf Gold. Bei der Fast Castle Strategie mit Rittern waren das aber sechs auf Holz insgesamt. Sodass wir, also sechs auf Holz, sodass wir insgesamt auf zehn kamen. Alter, ein Durcheinander. Puh. Huh?